Liebe Freunde, bevor das Video jetzt gleich losstartet, das Interview mit Felix Wied, weil es hat mich unfassbar gefreut, dass er überhaupt zugesagt hat. Ich wünsche euch auch ganz, ganz viel Spaß. Lasst liebe Grüße. Ich möchte, dass jeder von euch hier unten reinschreibt, Hashtag Felix oder Hashtag Wied, weil sausympathischer Kerl. Wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig, dass das Ganze geklappt hat. Danke auch nochmal an Felix an der Stelle. Ich hoffe, dass das auch so alles in Ordnung war. Und ja, jetzt würde ich euch gerne nochmal auf eine Sache aufmerksam machen, und zwar Sportfreunde Osterdeich, ein Leben lang Grün-Weiß. Zieht euch den Song rein, ist hier unten verlinkt. Einfach mal draufklicken, abchecken. Super geiler Song. Die Jungs wollen, dass das Lied einmal, wie es mir im Stadion läuft, oder dass eine Stadionhymne die neue wird. Schaut doch gerne mal rein und ja, lasst den Jungs auch Liebe von mir da. Und jetzt viel Spaß beim Video. So Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Real Nico. Hey Real Nico, viele Grüße. Moin Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Real Nico zum erneuten Video auf diesem Kanal und heute mit einem Special Guest. Ich freue mich sehr, dass er hier am Start ist. Felix Wiedwald darf sich einmal gerne vorstellen. Ja, ich freue mich auch. Ja, nach großen Schwierigkeiten hat es endlich geklappt, die Verbindung herzustellen. Ja, gut, denke mal, ich bin hoffentlich noch bekannt. Viele Jahre im Verein gespielt, Bundesliga gespielt bei Werder Bremen. Und ja, ich freue mich jetzt hier bei dir zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du jetzt hier bist und dass du dich jetzt hier auch ein paar Fragen sozusagen stellt, beziehungsweise das heißt stellt. Ich habe euch ja gefragt, ob ihr Fragen an Felix Wiedwald habt. Sind auch einige bei zusammengekommen. Ich würde dir die einfach mal ganz trocken, sag ich mal, um die Ohren hauen und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Perfekt. Machen wir das. Perfekt. Also, wie war es für dich selber bei Werder Bremen zu spielen, beziehungsweise was war dein schönstes Spiel für Werder Bremen? Von SVW, bla bla bla. Also dein schönstes Spiel von Werder Bremen, ich glaube, das ist eine bessere Frage. Für dich Mein persönlich. schönstes Spiel oder mein bestes Spiel oder mein erfolgreichstes Spiel? Dein Also schönstes, von Erinnerung her. ich würde sagen, mein schönstes Erlebnis war, wo wir gegen Eintracht Frankfurt in der letzten Minute oder beziehungsweise kurz vor Schluss ja, die Relegation abgewonnen haben. Das war eine kleine Begeisterungswelle da durchs Stadion gegangen und ja, es war gefühlt hat jeder gedacht, ja, wir haben einen kleinen Titel gewonnen. Es war ein schönes Erlebnis, auch die Wochen davor, ja, wo immer viel los war vorm Stadion. Und ja, das war eigentlich mit mein schönstes Erlebnis für Werder Bremen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich erinnere mich auch sehr gut an den Tag. Das war ja damals noch mit Ujo und Gilo Burgi. Genau. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt kommt eine Frage. Verfolgst du Werder selber noch aktiv, beziehungsweise seit du weggegangen bist? Hast du Werder verfolgt mit einem kleinen Auge vielleicht noch? Ja, klar, ich bin ja selbst Fan früher gewesen, dann gespielt. Meine ganze Familie verfolgt immer noch jedes Spiel und ja, ich kriege ja immer noch sehr viel mit. Ich bin immer noch verbunden zum Verein. Ja, zurzeit trainiere ich auch noch mit bei Werder U23, um mich fit zu halten für das, was kommt in nächster Zeit. Und Werder wird immer ein Platz in meinem Herzen sein. Das ist ein perfekter Übergang für diese Frage. Nochmal bei Werder angreifen oder nur fit halten? Ich wäre natürlich nicht abgeneigt, wenn Werder irgendwann nochmal anklopfen würde. Wie jeder weiß, ich bin verbunden aus der Region hier und würde mich sicherlich freuen, wenn da irgendwann nochmal ein Engagement bei rumkommen würde. Ja, das passt vor allem super zu meiner Theorie, die ich ja entwickelt habe. Und zwar habe ich das auch völlig unkommentiert lassen. Ne? Ich habe gesagt, ja, weil du ja eben beim Verein aktuell sogar bist und dich da fit hältst bei der U23 und ich davon ausgehe, also meine persönliche Theorie jetzt ohne irgendwas bestätigt zu haben, aber meine persönliche Theorie ist, dass ich glaube, durch die aktuelle Situation, dass Pavlenka uns verlassen wird, davon gehe ich zumindest aus, sein Vertrag läuft aus, ein halbes Jahr jetzt vor Vertragsende. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er auch im Winter schon gehen wird. Bei Cetera, glaube ich, wird man verlängern. Und dann eben, gerade eben, weil das halt die nächste Variante ist, dann ein Felix Wiedwald, ne, ins Torwartgeschehen mit reinzurutschen. Das glaube ich ja immer noch. Also die Theorie habe ich entwickelt. Habe ich auch schon ein paar Mal im Livestream gesagt, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann.
Ja. Jetzt kommt eine Frage von Steffen. Warum genau ist Werder ein besonderer Verein für dich persönlich? Weil du aus der Region kommst, klar, aber... Ja, gut, man muss ja nicht aus der Region kommen. Ja, Freunde, die andere Vereine präferieren. Ja, ich bin schon in der E-Jugend zu Werder gewechselt, stand selber in der Kurve und ja, ich bin einfach damit aufgewachsen. Und ja, die Liebe kann man sich halt nicht aussuchen, ne? Und das erlischt dann ja auch nicht, nur weil es dann mal schlechter läuft. Und ja, deswegen ist halt immer ein besonderer Club. Ich habe mein erstes Bundesligaspiel im Stadion dann endlich absolvieren dürfen, nach langer Zeit, wo ich dann auch weggegangen bin. Und ja, es war ein besonderes Erlebnis für mich gewesen. Ja, das glaube ich. Das war auch gar nicht darauf bezogen mit der Region. Ich selber komme ja auch gar nicht aus Bremen und bin Bremen-Fan. Ja. Aber es ist so die häufigste Antwort, was man immer so hört. Warum bist du Bremen-Fan? Erstmal, ich komme ja aus Bremen. So, deswegen habe ich das gesagt. Ja, ja, genau. Ja. Wie war es für dich? Also ich erinnere mich ja auch selber an die Spiele, auch wo du noch da warst. Wie war es für dich? Da gab es ja auch immer wieder so ein bisschen die Kritik von dieser, sag ich mal, Unkonstanz. Dann hattest du Spiele, die waren over the top. Auch an die FIFA-Spieler unter euch, die Informs, Hero-Karten, erinnert sich vielleicht auch der eine oder andere. Ja, gibt es ja immer so zwei, drei, die auch, ne? Auch da, ja, habe ich bei mir im Keller stehen. Ja, siehst du? Ah, ja, guck, ja. ja, und dann gab es halt auch wieder so ein Spiel, wo man dachte, was ist mit dem Wiedwald los? Wie war das für dich? Hast du das so von außen, also mitbekommen überhaupt, so was von den Fans aus gesehen? Ja, von man weiß, kann ja selber seine Leistung reflektieren und Torhüter ist halt kein leichter Job und ich wäre auch am liebsten Stürmer geworden, aber es hat die Qualitäten haben am Ende nicht gereicht. Ja, ja, man kann in gewisser Weise sagen, ist ja halt schon eigentlich über Jahre hinweg, dass Werder immer viele Gegentore kassiert. Am Ende hängt der Torwart dann natürlich immer mit drin, wenn du nicht stabil stehst. Früher war es dann halt egal, wenn du halt immer gewonnen hast, diesen Hurra-Fußball gespielt hast, aber wenn du halt immer die, ja, mit vielen Gegentoren kassiert bist, dann unten drin stehst und die Spiele dann nicht drehen kannst, dann, klar, dass dann irgendwann Kritik aufkommt. Ja, ich hatte eine super Phase oder wäre dann eine super Phase, wo wir dann ja die Rückrunde, glaube ich, 11 oder 12 Spiele im Folgen nicht verloren hatten oder, glaube ich, 9 Spiele gewonnen hatten. Und ja, es war mit die schönste Zeit. Für mich auch, für Werder, weil es dann eigentlich mal ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Ich habe gute Leistungen gebracht, im Verein einlief und ja, der Druck war da nicht ganz so hoch. Ja, ich habe mir auch selber halt immer viel Druck gemacht. Ja, wie gewiss, bin der Region verbunden und überall, wo ich hingegangen bin, ja, man kannte mich halt und ich kannte auch viele Fans und das war halt immer Thema Nummer 1 und es war eine schwierige Zeit, aber auch eine schöne Zeit. Deswegen, ja, ich will das nicht missen. Und ich hätte mir natürlich selber gewünscht, wenn die Konstanz besser gewesen wäre. Das war halt das Ding, ne? Wobei man auch da sagen muss, von dem Torwartgeschehen, sag ich mal, von Tim Wiese bis heute, sind die Erinnerungen bei vielen Fans. Ich hab ja montags immer so einen Stammtisch, sag ich mal. Da sind auch Fans dabei, die wirklich seit 50 Jahren Werder-Fan sind und immer wieder, wenn wir über das Torwart-Thema reden, auch über die vergangenen Jahre reden, sind eigentlich die Negativpunkte, wo man sagt, okay gut, dann gab es eine blöde Zeit nach Wiese, wo wirklich der eine nach dem anderen gescheitert ist, dann kam Wiedwald, das kommt immer wieder, ne? Dann kam Wiedwald und dann war ja was da, dann hat diese Konstanz genau eben das halt gefehlt, aber halt dann waren auch so Spieler, die man sich auch gerne erinnert und ja, da kommen wir auch zu einem super Thema jetzt nämlich. Und zwar, dann kam Pavlenka, der das Ganze so ein bisschen, sag ich mal, voll auf sich gezogen hat. Sehr, sehr viel Sicherheit ausgestrahlt hat. Eigentlich auch bis zuletzt, also bis zu seinem letzten Spiel. Ich glaube auch, dass niemand jetzt sagt, okay, beim Abstieg Pavlenka und Torwart und sonst was. Das wird keiner sagen. Das, was eher so das Problem ist, da war er verletzt bei der EM, kommt zurück. Und Zetterer hatte sich bis dahin, sag ich mal, festgespielt. Wir haben 2 Spiele verloren, das Nordderby verloren, trotzdem keine Rotation. Wie würdest du selber oder wie bewertest du die Situation als Torwart selber? Ich glaube, du hast nochmal einen anderen Blickwinkel als wir jetzt von außen. Ja, man muss ja mal das Große und Ganze betrachten. Ne? Ich weiß ja nicht, wie die Spielphilosophie vom Trainer ist. Und man sieht ja ganz klar, die Stärken vom Zeta ist im spielerischen Bereich. Und wenn der Trainer da viel Wert drauf legt, dann hat er, denke ich mal, die Nase vorn und
Er hatte die Spielpraxis, Pavlenka war lange verletzt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der Stand der Dinge ist jetzt, auf welchem Leistungsniveau er jetzt wieder ist. Und war natürlich schwierig einzuschätzen. Er hat über Jahre hinweg immer gute Leistung gebracht. Möchte er weg, möchte er nicht weg. Am Ende ist er geblieben. Werder wollte mit ihm verlängern. Und ich habe jetzt auch gelesen, irgendwie die Verhandlungen stocken jetzt. Ist natürlich klar, wenn man jetzt in der zweiten Liga nicht spielt, ist ja natürlich auch eine schwierige Situation für ihn. So ist ja leider das Geschäft. Man ist immer schnell zu ersetzen, ist das Problem. Ja, definitiv. Aber damit sagst du ja auch, kannst du ja auch ein Stück weit, glaube ich, Pavlenka auch mit verstehen, wenn er jetzt sagt, okay, ich wird jetzt, sag ich mal, auch auf der Suche oder die Augen aufhalten an einem anderen Verein. Wie gesagt, sein Vertrag läuft halt aus. Er spielt aktuell nicht und ich glaube, er hat halt auch tendenziell höhere Ansprüche, als in der zweiten Liga vielleicht zu spielen. Hätte das jetzt zwar mitgemacht auch, aber ich weiß auch nicht, auf lange Sicht. Ich glaube aber schon, dass gerade auch in den letzten Jahren Pavlenka sich in der ersten Liga eigentlich gezeigt hat. So würde ich es zumindest bewerten. Ja, man steckt jetzt auch nicht drin, was alles intern besprochen wurde. Ist ja immer nur Vermutung. Sicherlich hat er höhere Ansprüche jetzt in der zweiten Liga, aber jetzt werden die Optionen auch nicht leichter werden, wenn er jetzt in der zweiten Liga auf der Bank sitzt. Ist natürlich auch enttäuschend für ihn, weil er über Jahre hinweg Leistung gezeigt hat. Und da kann auch jeder nachvollziehen, wenn er jetzt Vollgas gibt und versucht, im Winter zu wechseln. Kann ich absolut verstehen. Jetzt kommt eine super Frage. Wie schwer ist die Vereinssuche? Bei FIFA werde ich die vertragslosen Spieler, finde ich, immer am interessantesten. Wie sieht es bei dir aus? Hat jemand gefragt. Ja, zurzeit, wie ich schon angesprochen habe, halte ich mich noch fit bei Werder 23. Ich bin schon oft umgezogen, meine Frau ist schon oft umgezogen und wir wollen jetzt immer das Richtige machen. Ich hatte ein paar Anfragen dabei, es war nicht das Richtige. Ich bin zum Glück auch in der komfortablen Situation, dass ich schon ein paar Taler beiseite legen konnte und ich muss nicht mehr alle Optionen annehmen, deswegen warte ich auf das Richtige. Zurzeit ist es halt schwierig, mit der Pandemie hat sich natürlich alles ein bisschen verschärft. Die älteren Spieler sind natürlich ein bisschen teurer, weil die schon die Erfahrung haben. Aber wenn du über 30 bist, bist du jetzt gefühlt schon Ende 30. Aber ich bin noch topfit und war zum Glück selten verletzt und kann immer voll trainieren, bin jetzt auch voll fit und ich warte einfach, was jetzt noch kommt. Das hört sich gut an. Hier kam gerade eben auch noch eine Frage und zwar, welche Konkurrenz für dich auf der Torwartposition war die unangenehmste? Ich würde das auch zeitgleich gleich mal mit reinbringen. Ist es überhaupt so? Klar, man sieht das von außen immer relativ einfach. Erster Torwart, zweiter Torwart, dritter Torwart. Aber wie ist es selber als Spieler? Also wie seht ihr das untereinander dann? Sagt ihr auch, okay, das ist jetzt die 1, ich bin jetzt die 2, das ist jetzt die 3 oder? Das sind ja mal verschiedene Spielertypen. Manche sind zufrieden mit der Nummer 2, manche sind zufrieden mit der Nummer 3. Also wir sind trotzdem ein Team in Team, wir unterstützen uns gegenseitig. Aber ich war halt immer derjenige, der halt immer, ich habe zu mir immer gesagt, ich bin der Beste und ich will spielen. Und ist mir jetzt egal, wer bei jemand anders gespielt hat oder nicht. Und ich trainiere ja, um zu spielen und mache dann auch noch Druck im Training. Und wenn ich da nicht gespielt habe, wenn er gespielt hat, war klar, derjenige, der gespielt hat, der hat meine volle Unterstützung gehabt. Und ich habe auch nie ein böses Wort über irgendjemanden verloren, aber ich war immer der Typ, der auch immer spielen wollte. Und Konkurrenz ist immer untereinander da und sicherlich versucht man sich da anzubieten und selber zu spielen am Ende. Kann ich absolut verstehen. Finde ich auch super, die Antwort. Ich habe nämlich das auch schon mal gesagt, ich kann das auch nicht so vorstellen, dass es so mega krass in diesen ich gönne dir nichts oder so ist. Vor allen Dingen glaube ich ja auch, die Torposition ist eine Position, wo man so ein Stück weit auch von seinem Selbstbewusstsein lebt. Also Torhüter sind eigentlich so als Außenstehender betrachtet immer sehr selbstbewusste Spieler zu leben von ihrem Selbstbewusstsein. Und dann merkt man auch immer so ein Stück weit, wenn dann eben ein Torhüter dann wackelt oder sonst was, wie die Selbstbewusstsein so fällt. In manchen Spielen hat man so das Gefühl, wenn zum Beispiel ein Fehler passiert oder ich glaube, Radetzky hat es ja auch letztes Jahr gezeigt, da wurde dann über den Ball getreten ist und auf einmal passiert, dann ist es wie so ein Strudel. Dann fehlt dieses Selbstbewusstsein.
Wie siehst du das für dich selber? Sind das Suchentäuter vielleicht auch so ein Stück weit dann, weiß ich nicht, irgendein Trainer auf, der die dann selber auch nochmal coacht und sagt, hier, so wirst du dann nochmal vielleicht ein Stück weit selbstbewusster, weil man vielleicht davon so lebt als Torwart? Spieler, weil in der Bundesliga hast du ja schon einen hohen Druck, jeder Fehler wird bestraft und dazu hat er ja noch besonders. Ich denke, heutzutage sucht, glaube ich, jeder Spieler, glaube ich, Mentaltrainer auf oder irgendwas anderes. Habe ich auch in Anspruch genommen. Ist halt was Besonderes, Alter. Wenn du einmal im Flow bist, dann denkst du, du hältst jeden Ball und denkst, keiner kann dich überwinden. Und wenn du dann mal einen Fehler machst, dann ist er meistens drin und muss dann trotzdem noch das Spiel beenden oder nächste Woche geht es dann wieder von vorne los. Das muss man halt irgendwie ausblenden. Manchmal ist das schwierig, weil man dann denkt, oh, in letzter Situation ist das und das passiert, aber du versuchst ja dann wieder über das Training das Selbstbewusstsein dann zu holen. Ja, das ist auch eine super Überleitung zu einem Thema, der blutet mir persönlich absolut das Herz als Fan auch. Und zwar die Situation um Lücke. Da werde ich verrückt. Das habe ich noch ein paar Mal gesagt. Mental finde ich ein super Typ. Super Typ. Auch davor die Saison, wo wir nicht abgestiegen sind. Wo er aber direkt gesagt hat, egal ob erste oder zweite Liga, ich bleibe bei Werder. Sowas hörst du natürlich als Fan direkt. Dann ist non plus ultra. Ne? Steigt erstmal das Ansehen. Aber auch so, man hat eigentlich immer gesagt, Lücke, super Typ. Leider viel zu viel Verletzungspech. Ganz klar. Ist ja auch nicht unüberredbar. Aber jetzt in der aktuellen Saison, das ist ja Wahnsinn, was da abgeht. Der steht im 16er, will aufs Tor schießen und der Ball dann im Seitenaus. Das hast du ja noch nicht gesehen. Der kann, also als Fan, der blutet einem das Herz. Was würdest du ihm raten? Oder hast du ihm vielleicht auch schon was geraten? Ich weiß es ja nicht. Da kannst du brauchst ja wieder einen Knotenlöser. Ne? Du musst einfach im Spiel mal, keine Ahnung, da muss halt mal der, wenn der Elfmeter kommt, muss der den Elfmeter schießen oder einfach mal so ein Ding vor die Füße fallen, dass er mal da das Ding mal wieder reinmacht. Ne? Und das braucht er dann am Ende. Schwierig im Training. Ich weiß, du kannst ja dann nicht übers Training holen. Du musst im Punktspiel wieder das Ding machen, dass du endlich den Knoten gelöst hast und dass du da endlich dein erstes Tor erzielt hast. Ich weiß gar nicht, ob er schon ein Tor gemacht hat diese Saison. Und dann, damit er weiß, dass er es noch kann. Also irgendeinen Rat geben ist immer schwierig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem in der jetzigen Situation. Sehr, sehr bitter. Wieder, sag gerne, wie siehst du Werder für die aktuelle Saison? Wo glaubst du, wo landen wir gestern? Das vergessen wir mal kurz, das Spiel. Reden wir mal über nächsten Spiele. Was sagst du, ist irgendwie, wo siehst du Werder selber? Auch als Fan, du hast ja auch gesagt, hast ja auch ein Herz für Werder. Also wo siehst du Werder am Ende? Ja, ich habe jetzt eigentlich gedacht, nach dem 3-0 Heimsieg, nimm mir ein bisschen die Euphorie mit, dass wir dann nach hinten losgegangen. Da blutet einem ja sowieso das Herz, dass jetzt Werder, Hamburg, Schalke, Hannover ja sowieso jetzt alle in der zweiten Liga spielen. Ist schwierig direkt wieder auszusteigen. Man sieht das ja, die zweite Liga spielt einfach anders. Du brauchst andere Typen in der Mannschaft. Muss erst ein bisschen die zweite Liga kennenlernen, so wie Hamburg. Ist halt nicht so leicht, direkt wieder aufzusteigen. Aber ich muss sagen, Schalke hat sich gut verstärkt, viele gestandene Spieler auch geholt, die auch schon zweite Liga gespielt haben. Man sieht, dass die auch sich ein bisschen jetzt gefestigt haben nach dem auch ein bisschen schwächeren Start. Ich finde, Schalke macht's gut. Werder muss vielleicht die Verletzten jetzt noch ein bisschen ranbringen und jetzt in den nächsten Spielen wird man sehen, wo die Reise hingeht. Ich hoffe natürlich, dass wir am Ende einen von den ersten drei Plätzen belegen. Ja, das hoffe ich auch. Eben auch selbst wenn Hamburg Nordderby ist, habe ich eigentlich vor der Saison gesagt, Wunsch wäre Schalke Hamburg-Bremen hoch. Aber ist natürlich kein Wunschkonzert. Abwarten wir jetzt die nächsten Spiele, werden gestern auch pure Enttäuschung gehabt. Bin auch minimal traurig gewesen oder enttäuscht. Aber bringt ja alles nichts. Ne? Jetzt geht es gegen Sandhausen, Vollgas wieder geben. Abschließende Frage, glaubst du, dass der Mannschaft vielleicht auch im Winter ein Stück weit mehr Erfahrung guttun würde? Werder hat ja noch hinten dran die erfahrenen Spieler, Groß ja verletzt, Toprak ist verletzt, vielleicht, man weiß nicht, wie lange noch ausfallen, vielleicht wird Werder auf dem Transfermarkt nochmal tätig werden. Super, okay, Felix, dann danke ich dir sehr für die ganzen beantworteten Fragen.
super, dass du hier warst. Und die Abschlussworte gehören gerne, gerne dir. Ja, ich habe mich gefreut. Ich hoffe, wer da wird noch die Kurve kriegen und in den nächsten Wochen oben angreifen. Und hoffentlich sehen wir in nächster Zeit wieder volle Stadien. Und Hauptsache im Weserstadion werden wir viele Heimsiege sehen. Danke dir.